Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review. Ich bin der Brownie und heute darf ich euch die Bugatti Echo SMG Mod 5K in der Gen 5 vorstellen. Wie sich das Ding auf dem Feld verhält, das seht ihr jetzt im Video. So, kommen wir einmal zu den Eckdaten. Das gute Stück ist ca. 310 mm lang, ist bei Bugatti hier in dieser schwarzen Ausführung erhältlich, wiegt ca. 2,1 Kilo, also ziemlich leicht so gesehen, hat knapp unter 0,5 Joule, handelt sich also dabei um eine Vollautoknifte und als Anschlussstecker ist ein DIN-T-Stecker verbaut. Kommen wir nun zum Lieferumfang. Zur Airsoft mit dazu gibt es zwei Midcap-Magazine mit 60 Schuss Kapazität, ein Speedloader, um diese Magazine zu befüllen und auch noch ein paar BBs liegen mit in der Packung. Diese Airsoft hat einen Lauf, ja, wie man sich schon denken kann, ist der nicht sehr lang, mit einer Gesamtlänge von 110 mm, gefertigt aus Messing mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Die Hop-Up Unit sitzt hier vorne drin, die werde ich euch später zeigen. Diese ist stufenlos verstellbar über einen Schieberegler. Bei der Gearbox, die hier in der Airsoft verbaut ist, handelt es sich um eine V3 Reinforced. Wir haben ein Kunststoffnozzle ohne O-Ring, ein Zylinderhead aus Aluminium, der allerdings mit zwei O-Ringen abgedichtet ist. Der Piston selbst besteht wiederum aus Kunststoff, hat aber Stahlzähne, also eine durchgängige Stahlzahnreihe. Der Pistonhead, der am Piston dranhängt, wiederum besteht aus Aluminium mit zwei O-Ringen, also wieder sehr löblich. Wir haben hier drin auch Gears in einem 13:1 Verhältnis. Das Sector Gear hat 12 Zähne mit einem Delayer. Und man merkt das auch ganz schön von der Rough her, wenn man die Knifte mal schießt. Die gibt da schon ordentlich Gas. Der Trigger ist einfach ein Standard-Trigger, hat einen entsprechend geringen Abdruckpunkt. Kommen wir aber später noch dazu. Darüber hinaus, was eigentlich relativ wichtig ist, die Airsoft ist nachgerüstet mit einer ACU Lite. Also wir haben hier tatsächlich ein EFCS-System verbaut, das aktiv Gearjams verhindert und die Zyklen überwacht. Und das war's. Reden wir nun mal über die Optik und die Verarbeitung der Airsoft. Also ich meine, optisch, das Ding macht auf jeden Fall ein bisschen was her. Sieht man auch nicht allzu oft auf dem Spielfeld. Hoppla, hier geblieben. Es sind auch ein paar kleine Details mit integriert, die das Ganze noch ein bisschen schöner machen. Zum Beispiel hier dieser Spannhebel, der sich auch wirklich bewegen lässt und nicht einfach nur Deko ist. Wir können auch hier hinten am Absehen ein bisschen rumdrehen. Ansonsten von der Verarbeitung her im Großen und Ganzen eigentlich sehr gut gelungen. Es gibt nur ein paar Sachen, die nicht so toll sind. Wir haben zum Beispiel hier, sehen wir überall die Kunststoffnähte. Insbesondere hier unten haben wir wohl, wo entweder etwas nachgearbeitet wurde oder hier der Stutzen vom Spritzen übrig geblieben ist und dann entfernt wurde, der hier etwas unschön hoch steht. Und hier hinten sehen wir, dass die Teile nicht bündig aufliegen, wodurch sich hier ein kleiner Spalt ergibt, wenn der Deckel hier hinten drauf ist. Im Großen und Ganzen aber ein schönes Ding und dafür kriegt sie von uns 7 von 10 Punkte. Reden wir nun über die Funktionalität der Bedienelemente. Wir haben hier oben erstmal dieses Absehen, wo ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob es überhaupt
sinnvoll ist, das zu verwenden. Wenn man hier ein Visier verwenden möchte, würde ich eher eins in die Mitte irgendwie drauf montieren. Aber ich würde im Regelfall einfach empfehlen, dass eindeutig eine CQB Airsoft ist. Guckt einfach, wo ihr hinschießt und korrigiert nach. Es ist ja auch eine Vollauto. Darüber hinaus haben wir hier unten den Mag Release mittig sitzen. Ist also damit von beiden Seiten bedienbar. Und der funktioniert soweit ganz gut. Hier möchte ich noch anmerken, wenn man hier etwas mehr Gewalt aufwendet, kann man die Magazine auch einfach so rausreißen. Man muss aber schon Kraft aufwenden. Also kann vielleicht mal sein, dass das Magazin dann fehlt, aber im Wesentlichen funktioniert dieser Mag Release sehr gut. Also es ist schon Kraft erforderlich, damit man die rausreißen kann. Darüber hinaus haben wir hier natürlich den Feuerwehrhebel mit drei Stellungen. Gesichert, halbautomatisch und vollautomatisch. Diese drei Stellungen rasten auch schön sauber ein und das von beiden Seiten, kann man sich also nicht beschweren. Dann haben wir den Abzug. Der Abzug ist tatsächlich etwas, ja, mit Vorsicht zu genießen oder wie man das jetzt nennen will. Er hat nämlich keinen definierten Druckpunkt und vor allem beim Kronen habe ich mich tatsächlich ein bisschen selbst überrascht immer, wann die Airsoft geschossen hat. Sollte jetzt eigentlich nicht groß das Spiel, den Spielspaß beeinflussen, da man das Ding hier wahrscheinlich größtenteils auf Vollauto spielen wird, aber für kontrollierte Einzelschüsse ist es halt etwas schwieriger, hier einen definierten Druckpunkt zu haben. Ja, dann last but not least die Hopper-Bionet. Um hier an den Schieberegler zu kommen, den ich eingangs erwähnt habe, müssen wir hier oben den Stift erstmal rausdrücken, damit wir das Gehäuse entfernen können. Hierzu am besten ein Werkzeug verwenden, eine Münze oder den Fingernagel. Und dann kann man hier den Stift rausziehen. Und jetzt möchte der schon wieder nicht raus. So. Mit Schmackes. Und dann können wir hier die Abdeckung entfernen. Und dann haben wir ihn auch direkt schon hier sichtbar, den Schieberegler. Dieser hat auch erstaunlich viel Widerstand, also wird sich nicht von alleine verstellen. Allerdings habe ich bereits auf dem Feld gemerkt, dass der sehr sensibel ist. Das heißt, schon kleine Veränderungen haben extreme Auswirkungen auf den Hub. Ist also mit sehr viel Feingefühl einzustellen. Also sollte man sich da wirklich Zeit nehmen, entsprechend auch, wie man schon hier sieht, mit den ganzen Kleinteilen. Und wenn man hier wirklich ein Werkzeug noch dazu nehmen muss, ist es nicht wirklich dafür gedacht, das Ganze auf dem Feld zu machen oder während dem Spielbetrieb zu machen. Daher kriegt sie im Großen und Ganzen beim Punkt Funktionalität 4 von 10 Punkten. Zum Spielen der Airsoft braucht ihr natürlich auch Magazine. Dazu gibt es bei Begardi einmal diese Metallmagazine mit 60 Schuss. Darüber hinaus gibt es auch noch eine größere Variante mit 120 Schuss oder eine Kunststoffvariante mit 130 Schuss. Von Golden Eagle gibt es auch ein entsprechendes Magazin, ebenfalls Metall. Und von Yingong gibt es auch wieder zwei Magazine, ebenfalls Metall, mit 50 und 90 BBs Kapazität. So, damit das Ding auch was macht, braucht es natürlich einen Akku. Den legen wir jetzt ein. Als ersten Schritt hierzu entfernen wir die vordere Abdeckung wieder, die wir bereits für die Hopper-Bionet entfernen mussten. Das heißt, wieder hier mit einem Werkzeug den Stift raustun und die Abdeckung entfernen. Dann haben wir hier schon mal das Kabel. Und dann hier hinten die beiden Stifte entfernen, damit wir die hintere Abdeckung entfernen können. Dazu drücken wir einmal mit dem Imbus schön durch. Der ist mir, glaube ich, runtergefallen. Hopp. So. Und dann können wir auch hier hinten den Deckel entfernen. So. So. Und jetzt kommt die Herausforderung. Wir müssen hier den Akku reintun, hier oben, oberhalb der Gearbox. Wie ihr schon merkt, heißt das, wir können natürlich keinen Triple Stick oder Double Stick verwenden, sondern es muss definitiv ein Single Stick Akku sein, am besten ein Long Type. Die Airsoft ist prinzipiell für 7,4 Volt, aber auch für 11,1 Volt Akkus ausgelegt. Allerdings
Und das möchte ich betonen, ist es schon schwierig, den 7-4er hier reinzukriegen und vor allem auch wieder rauszukriegen. Und wenn ihr das Ganze dann mit einem 11-1er machen müsst, der dann vielleicht noch ein bisschen dicker ist, dann solltet ihr wirklich mehr Glück als Verstand haben. So, auf jeden Fall tun wir jetzt den Akku hier rein. Das heißt, ich werde jetzt schon mal ein bisschen die Kabel begradigen, damit die hier gleich gut durchgleiten, weil wir das Ganze von hinten nach vorne durchschieben werden. Und dazu müssen die richtig gut sitzen. Und dann einfach mit ein bisschen Gefühl drücken wir von hinten. Und dann kommt hier vorne schon der Stecker raus. Den Stecker packe ich jetzt auch gleich und führe ihn, während ich nochmal mit dem Imbus gefühlvoll, das ist ganz wichtig, gefühlvoll den Akku weiter nach vorne schiebe. Und dann können wir hier vorne die Airsoft an den Akku anschließen. Ach, wie ihr seht, war das alles ein bisschen Fingerfertigkeit. Wir haben das Vibrieren gerade schon gehört und damit ist die Airsoft schussbereit. Jetzt muss ich natürlich den Deckel auch wieder drauf machen, was jetzt hoffentlich auch einigermaßen gut geht. Nein, geht natürlich nicht. Das heißt, ich muss noch schauen, wie ich den Stecker am besten lege. Ihr merkt auf jeden Fall, das ist ziemlich aufwendig. Es ist ziemlich bescheiden, hier vorne das alles unterzubringen. Deswegen würde ich euch aber eigentlich zu so einem Licht- oder Laserdummy raten, wo ihr einen Akku unterbringen könnt, damit ihr euch das hier hinten nicht antun müsst. Ihr habt halt eine relativ bescheidene Auswahl, wenn es um den Akku geht. Und es ist auch ein richtiges Zuckerschlecken, nicht den Akku wieder rauszukriegen. Daher kriegt sie im Punkt Kompatibilität insgesamt von uns nur 5 von 10 möglichen Punkten. Kommen wir nun zum Handling der Airsoft. Sie ist furchtbar kompakt und Moment, ich fange mal neu an. Kommen wir nun zum Handling der Airsoft. Zunächst einmal hier hinten der Pistol Grip ist ja ziemlich Standard, fasst sich aber im Wesentlichen ganz gut an. Ist jetzt nicht ergonomisch, also besonders ergonomisch ausgeformt, dass er irgendwie eine fancy Vertiefung hätte für die einzelnen Finger oder so dergleichen. Mit Handschuhen, denke ich, ist hier aber der Griffkomfort auf jeden Fall gegeben, auch für längere Zeit. Hier vorne ist er im Wesentlichen auch ganz gut, wobei ich jetzt hier das Problem habe, dass meine Knöchel etwas zu groß sind. Also wenn ich jetzt so weit oben fasse, stoße ich hier vorne an dieser Spitze an. Das ist aber wirklich, ja, man fast auf hohem Niveau. Im Großen und Ganzen, wenn man sie aber so hält, ist das Gesamtgefühl sehr gut, sehr solide. Auch das Gewicht der Airsoft, die ca. 2,1 Kilo, sind für die Größe wirklich okay. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich bleischwer anfühlt. Es ist aber auch nicht so, als würde ich irgendwie eine Wasserspritzpistole oder einen Kunststoff-Plastikbomber durch die Gegend schleudern. Entsprechend, wenn man sich auf dem Feld bewegt, kann man auch ganz gut rechts, aber auch links die Airsoft handhaben. Man ist sehr flexibel unterwegs im CQB, vor allem wenn man jetzt kein schweres Loadout hat, sondern etwas leichtes, wie zum Beispiel ein Battlebelt oder ein Harness. Insbesondere dann mit der Vollautofunktion kann man hier den Leuten auf kurze Distanzen und mittlere Distanzen richtig schön einheizen. Daher kriegt sie von uns 10 von 10 Punkte beim Handling. Reden wir mal über das, was wirklich zählt, die Schussleistung. Wir haben die Airsoft bei uns nochmal nachgekront mit 0,20 BBs und sind dabei auf eine Mündungsenergie von 0,47 Joule gekommen mit Schwankungen von plus minus 0,02 Joule. Also erstaunlich stabil für die Preisklasse. Man muss auch anmerken, also auf Kurzdistanzen sowieso super Trefferbild. Auf mittlere Distanzen ist es auch noch wirklich sehr gut, aber auf größere Distanzen können wir hier natürlich mit 0,5 Joule kaum noch mithalten. Da sind dann die Kugeln einfach zu langsam und die Gegner können ausweichen, wenn sie nicht sogar vorher vor ihnen auf den Boden fallen. Im Großen und Ganzen hat sie aber relativ wenig Steuerung gehabt, also wirklich sehr überraschendes, gutes Schussbild für die Preisklasse. Und hat damit auch die 8 von 10 Punkte voll und ganz verdient. So, da sind wir nun am Ende angekommen. Fassen wir also mal ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammen. Die Airsoft kostet 209 Euro und für die 209 Euro bekommt ihr eine schöne, kompakte CQB-Vollauto.
wo das Akkufach etwas größer sein könnte. Die Verarbeitung ganz okay, die Schussleistung dafür sehr gut. Im Großen und Ganzen für den Preis würde ich sagen, definitiv eine Kaufempfehlung, wenn man sowas haben möchte für CQB und das mit dem Akku für einen kein allzu großes Problem ist. Natürlich muss man entsprechend Stabmagazine mitführen. Also wir haben ja hier nur 60 Schuss bzw. 120 Schuss. Und das heißt, man braucht für eine entsprechende Kapazität am Mann, braucht man dann entsprechend viele Magazine. Aber wie gesagt, für 209 Euro eigentlich eine Kaufempfehlung. Insgesamt kommt sie auf 6,8 Punkte und die hat sie sich auch verdient. Wir danken euch fürs Einschalten und Zuschauen und freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann! Are you listening? Damn.